Zunächst mal muss man sagen, oder kann man sagen, wir haben keine Verletzungen zu beklagen. Ich denke, dass Mario Götze heute Nachmittag auch das Training vollumfänglich absolvieren kann, ebenso Lukas Podolski, die waren ja diese Woche ein bisschen angeschlagen. Also ich denke jetzt einfach, dass wir den kompletten Kader alle zur Verfügung haben. Ja, Sie können alle darauf setzen, dass wir morgen mit einer Abwehr auflaufen. Es gibt zwar einige Veränderungen, aber das spielt jetzt für mich eben auch nicht die ganz entscheidende Rolle. Philipp Lahm ist gesperrt, klar, Mats Hummels kurzfristig ausgefallen. Aber wir haben einige Dinge eben auch im Training gemacht und einstudiert, sodass wir jetzt natürlich auch mit Mertesacker wieder, mit Bart Stuber zwei Spieler haben, die in der Innenverteidigung auch schon gespielt haben. Es hängt aber alles, das habe ich auch schon des Häufigen gesagt, nicht alles immer nur an der Abwehrreihe, sondern wir müssen wieder stabiler eben auch in der vorderen Reihe sein, im Mittelfeld und auch in den offensiven Positionen, dass wir da eben auch diese Disziplin und Seriosität zeigen, eben auch gut zu verteidigen. Seine Entwicklung jetzt generell bei Arsenal finde ich unheimlich positiv und es gefällt mir. Mir hat es schon auch, sagen wir mal, imponiert und ich war ja auch ein Befürworter, dass er zu Arsenal wechselt. Er fühlt sich unheimlich wohl, er ist ein Spieler, der immer positiv ist, der jetzt auch positiv ist, wenn er mal nicht spielt, obwohl er natürlich mit der Situation auch nicht ganz zufrieden sein kann. Ob er jetzt morgen von Beginn weg spielt, weiß ich noch nicht genau. Ich konnte in den letzten 103 Länderspielen fast immer auf den Lukas zählen, fast immer. Hat erst für die Mannschaft hervorragende Leistungen gezeigt, hat sich unglaublich in das Team eingebracht, ist irgendwie so ein Spieler, der immer eine positive Energie ausstrahlt bei allen seit vielen, vielen Jahren. Und deswegen ist er auch in dieser Form für uns, die er auch jetzt im Moment hat, unverzichtbar. Miroslav Klose ist ja 125 Länderspiele, ich weiß nicht wie viele Tore, häufig schon auch mal in den Jahren zuvor so ein bisschen abgeschrieben gewesen. Für mich irgendwie phänomenal, wie er in seinem Alter spielt, was er für eine körperliche Präsenz eben auch mitbringt, wie er in Italien spielt und dort trifft. Von daher, ja, verstand ich jetzt, sagen wir mal, diese Aussage von Uli Hoeneß ja nicht. Miroslav Klose, denke ich, hat für den deutschen Fußball, für die Nationalmannschaft immens viel getan und viele, viele wichtige Tore erzielt. Von daher eine große Leistung die letzten 12, 13 Jahre von Miroslav Klose.